Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Paul. Ja, ich habe schon sehr, sehr lange keine außergewöhnlichen Fanta-Sorten getestet, weil ich habe gedacht, ja, die ganzen außergewöhnlichen Sorten habe ich alle getestet. Ich wäre ja eigentlich dieses Jahr nach Japan gefahren, wo es 100 verschiedene Sorten Fanta gibt, sogar über 100. Und ja, deswegen kam jetzt in letzter Zeit nichts, weil ich und fast gar nichts mehr rangekommen bin. Jetzt habe ich durch Zufall in meinem Edeka eine neue Fanta gesehen, also eine Import-Fanta, und zwar Fanta Mango Drachenfrucht aus Frankreich. Ich habe gleich mal geguckt, der Junkfood-Guru hat die auch schon getestet, aber die albanische Version. Ich habe hier die aus Frankreich, aber klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Ich habe ja schon die Fanta Mango hier getestet, Fanta Mango Zero und Fanta Mango Guave. Kann sein, dass ich noch irgendeine andere getestet habe, aber das weiß ich leider nicht mehr. Ja, also Wasser ist hier drin, Zucker, Kohlensäure, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat. Ne, aus Nougatkonzentrat. Orange 2,7%, Mango 0,1%, Zitrone 0,1%, Säurungsmittel, Zitronensäure, Apfelsäure, Drachenfrucht, Püree 0,1%. Natürlich das Aroma, Farbstoff, Carotin, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, Konservierungsstoff, Kaliumsorbat. Und Süßungsmittel sind hier drin, und zwar Stevia und Stabilisator Guarkinmehl. Ja, auf 100 Liter sind 26 Kalorien drin und davon Zucker 6,1 Gramm. Ja, Stevia ist hier drin, das finde ich nicht scheiße. Stevia ist mit das einzige Süßungsmittel, was nicht schädlich ist. Genau. Und wer jetzt nicht weiß, wie eine Drachenfrucht aussieht, die sieht so aus. Und das finde ich auch geil, dass sie dieses Design so angepasst haben, weil diese Punkte hier überall schon mal geil. Ja, ich freue mich auf die Fanta. Auf geht's. Oh, es riecht sehr komisch. Also ich weiß jetzt leider nicht auf Anhieb, wie Drachenfrucht riecht. Also ich habe sie auf jeden Fall schon mal gegessen, aber der Geschmack, ja doch, den müsste ich eigentlich wieder schmecken. Aber das riecht ein bisschen nach Mango, sehr, sehr süß riecht das Ganze auf jeden Fall. Naja, ich probiere jetzt mal den ersten Schluck. Okay, das hat einen ganz komischen Geschmack. Also ich finde, die Mango schmeckt man hier im Abgang leicht heraus. Jetzt bewerte ich mal kurz die Kohlensäure, was die so sagt. Ja, so drei Kohlensäurepunkte. Also was ich gleich sagen kann, diese Sorte muss nicht unbedingt nach Deutschland kommen, weil die schmeckt mir jetzt nicht so besonders. Also vielleicht irgendwann mal eine Sommersorte kann man jetzt gerne mal rausbringen. Mit ein bisschen weniger Zucker, aber ohne Süßungsmittel, höchstens Stevia. Ansonsten wäre das top. Aber als Standardsorte würde ich mir das jetzt nicht holen, also nicht empfehlen. Ja, schmeckt sehr lecker, hat so einen komischen Drachenfruchtgeschmack. Also ich vermute mal, dass es die Drachenfrucht ist, die so komisch hier drin schmeckt in dem Drink. Ja, ganz eigenartig. Also ich finde, die Sorte schmeckt jetzt nicht scheiße oder so. Sagen wir mal gut, 6 Punkte hierfür. Ich werde dann irgendwann, wenn ich mal an die albanische Fanta rankomme, also diese Sorte hier, da vielleicht auch nochmal einen Schluck von nehmen, um zu gucken, ob die besser schmeckt. Ja, also ich finde, das kann man mal machen, aber ich würde mir jetzt auch nicht nochmal holen. Nochmal einen abschließenden Schluck. Ja, ist halt so eine Geschmackssache. Vielleicht mögen es manche. Ich finde es okay, sogar gut, aber dauerhaft, wie gesagt, nicht. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video und ja, bis dann.